Hallo und willkommen zurück zu Nelke und den legendären Alchemisten. Wir legen direkt mit der nächsten Woche los. Konnichiwa. Hallo Wiese, was machst du denn da? Hallo Nelke, ich habe gerade Lady bei was geholfen und jetzt gehe ich zu meinem Atelier zurück. Aber ich sollte vermutlich erstmal was essen, bevor ich mich wieder an die Arbeit mache. Und ich habe meine Wäsche ja auch noch nicht gemacht. Was mache ich denn? Warum soll ich mich denn nicht darum kümmern? Ich bin mich gerade fertig mit meiner heutigen Arbeit. Nein, ist schon gut. Das kann ich unmöglich annehmen. Ist doch schon gut. Nun geh schon in dein Atelier zurück. Nelke schien es ja nichts auszumachen, aber ich denke, es wäre wirklich besser, wenn ich meine Hausarbeiten alleine schaffen würde. Hallo, guten Abend. Wie läuft's denn mit deiner Arbeit? Oh, das Brot sieht sehr gut aus und Suppe auch. Hast du das alles gekocht, Nelke? Naja, im Prinzip, also in gewisser Weise. Ich bin kein großer Koch, also habe ich Misty um Hilfe gebeten. Ja, wahrscheinlich hat auch Misty die Wäsche waschen müssen. Also nichts gegen Nelke, dass sie gut organisieren kann und so weiter, aber sie kann auch sehr gut dafür sorgen, dass andere Leute arbeiten. Wow, das war so lecker. Du bist echt fantastisch, Nelke. Vielen Dank. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich bin froh, dass du es mochtest. Jetzt helfe ich dir beim Saubermachen auf und kümmere mich um deine Wäsche. Nein, das kannst du unmöglich tun. Du hast ja schon dieses fantastische Essen gekocht. Naja. Du arbeitest ja hier immer ganz alleine für dich und da hast du dir mal eine kleine Pause verdient. Vielleicht bist du Iris große Schwester ehrenhalber, aber jetzt bin ich mal deine große Schwester. Es ist doch okay, wenn es nur für heute ist, oder? Okay, ich... Warte, was? Komm schon, sei nicht schüchtern. Ich wollte schon immer eine niedliche jüngere Schwester. Ja, ich denke, das ist okay, Nelke. Nein, das ist nicht mein Name. Heute bin ich große Schwester. Also nochmal. Große Schwester. Siehst du, so ist richtig. Und jetzt als deine große Schwester musst du mir etwas versprechen. Es ist schön, wenn du immer anderen Leuten hilfst, aber... Du darfst dich dabei nicht übernehmen. Versprich mir das. Okay, große Schwester. Gutes Mädchen. Okay. Da war das natürlich angebracht. Das war ja quasi dann auch eine Erziehungsmaßnahme von Nelke. Und dann verstehe ich auch, dass sie sich die ganze Mühe gemacht hat, um Wiese mal klarzumachen, dass sie... auch mal ein bisschen auf sich selber achten muss und nicht nur anderen helfen. So, jetzt haben wir die ganze Woche voll mit Strichen links. Also keine Erhöhung mehr jetzt seit 10 Tagen. Also seit 10 Wochen, so rum. Wir nähern uns der 100-Millionen-Grenze. Also es ist ja keine Grenze, ich glaube 999 Millionen wird eine Grenze sein. Ja, die Leute machen sich weiter Sorgen, völlig grundlos. Regen sich auf, weil sie nicht genug zu essen haben. Dabei haben die ganz tolle Sachen anzuziehen und ganz viele Waffen, also beziehungsweise Gold-Nuggets, die sie sich ins Haus stellen können. Das können die kaufen. So, Eska auf Platz 1. Klein auf 2. Ja. Juri, wer ist das nochmal gewesen? Ach ja, aus Atelier Shelly. Juri, was für eine Überraschung. Ja, hallo Shelly, ich habe dich ja ewig nicht mehr gesehen. Ich hätte nicht geglaubt, dir hier über den Weg zu laufen.
Ich kann mich aber nicht mehr so genau an Juri erinnern, inwiefern sie uns begleitet hat oder was ihre Geschichte war. Ach, du kennst diese Frau Charlistera? Oh, dann sollte ich mich auch mal vorstellen. Mein Name ist Nelke. Ich bin die Stadtverantwortliche. Ich bin Juri Krotze. Ich bin Schatzjägerin. Hallo Juri. Es gibt hier ein Relikt in der Nähe der Stadt. Das nennt sich Kranzweitbaum. Oh, das klingt ja super interessant. Das schaue ich mir bestimmt mal an. Also, außerdem helfe ich hier die Stadt weiterzuentwickeln. Warum machst du das nicht auch? Ja, ich brauche ja Geld, wenn ich bleiben möchte. Da helfe ich gerne mit allem, was ich kann. Wirklich? Ja, dann arbeiten wir doch zusammen. Ja, Forschung geht noch eine Runde, soweit ich weiß. Wir haben aber irgendwelche Sachen erledigt. So, das haben wir nur so doofe Requests, die ich denn nicht machen werde. Oh, wir haben 31 Punkte. Ich könnte irgendwo einen Punkt verteilen. Ich wüsste nicht, wem ich da was Gutes tun sollte. Keine Ahnung. Was? Miro hat all das gemacht? Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass eine Prinzessin in der Lage ist, sowas zu tun. Ja, Miro ist ziemlich fantastisch. Und dieses eine Mal hat sie... Oh, hallo ihr beiden. Ihr scheint ja eine spannende Unterhaltung zu führen. Hallo Nelke. Ja, wir haben nur... ja, wir haben nur über Leute gesprochen, die wir aus den anderen Welten kennen. Wir wissen das natürlich schon, aber auf den ganzen verschiedenen Welten gibt es echt fantastische Personen. Manche haben Drachen besiegt und manche haben sogar die Welt gerettet. Ja, das stimmt. Mich überrascht das Ganze auch immer wieder aufs Neue. Aber vergiss nicht, dass ihr euch selbst auch da einreihen könnt in diese Liste der fantastischen Personen. Rona und Klein haben mir alles über die Sachen erzählt, die ihr gemacht habt. Ach Klein, hoffentlich hat er dir keine komischen Sachen erzählt. Mach dir keine Sorgen, es waren bislang nur gute Sachen. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwas Fantastisches gemacht zu haben. Naja, du hast es immerhin geschafft, deine Mutter zu retten aus den Fängen eines grässlichen Seeungeheuers im zweiten Versuch. Wirklich? Ja, alle Leute um mich herum, die haben immer die fantastischen Sachen hingekriegt. Ich selbst habe noch einen weiten Weg vor mir, um auf deren Level anzukommen. Naja, da kann ich dir versprechen, spätestens bei Atelier Lulua hast du dich schon weiterentwickelt. Rorona ist eine der großartigsten Alchemisten unserer Zeit und meine Mutter war auch ein legendärer Abenteurer. Ja, das stimmt auch, wenn man mich und meine Mutter vergleicht. Ich bin vielleicht nicht wie all die anderen, aber ich werde auf meine eigene Art und Weise großartig werden. Ja, ich mag deine positive Einstellung, Lita. Ja, ich möchte auch gerne so sein. Ach komm schon, lass gut sein, sonst werde ich noch rot. Aber ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, Klein zu trainieren. Jetzt, wo ich Alchemistin bin, muss ich einen Weg finden, meine Mutter zu übertreffen. Ah, Lita. Ihr muss das wirklich nicht so peinlich sein. Naja,
Anscheinend kommen auf Klein wohl harte Trainingseinheiten zu. Hm. Ja, es sind halt sehr, sehr viele Leute, die wir haben und alle haben dann Gespräche untereinander und da kann halt nicht jedes Gespräch super interessant sein. Wow, sowas habt ihr da in Arland? Ja, und zwar überall. Aber ich weiß nicht viel zu viel drüber. Worüber redet ihr denn da? Ich habe auch keine Ahnung. Was gibt's denn überall in Arland, wo Rona nicht so viel Ahnung von hat? Also. Hallo Nelke, Rona hat mir nur über die Ruinen in ihrer Heimatstadt, in der Nähe ihrer Heimatstadt erzählt. Ach, Ruinen. Ja, sie passen da irgendwie gar nicht hin. Das sieht man auf den ersten Blick. Da gibt es in der ganzen Umgebung nichts, was so aussieht. Aber in meinem Land sind in diesen alten Ruinen alle diese einzigartigen Maschinen. Ja, da wo ich herkomme, gibt es auch Maschinen. Und deshalb habe ich nach ihnen gefragt. Also auch Ruinen mit Maschinen. Ja, aber sie scheinen sich doch in gewisser Art und Weise zu unterscheiden. Ja, ich habe zum Beispiel nie einen der Automatons gesehen, den du erwähnt hast. Automatons? Naja, es sind so mechanische Puppen. Man kann sie aber auf den ersten Blick nicht von Menschen auseinanderhalten. Ach, sowas gibt es? Ja, wir haben sie nicht erschaffen, aber man kann sie in unserer Welt finden. Eska sagte, sie lebte mit einem Automaton in ihrer Heimatstadt. Ach, wirklich? Da muss ich sie mal drüber befragen. Also, was Aisha jetzt meinte, ist halt Hom. Hom. Der ist ja eher so ein Homunculus, aber Automaton gab's ja bei Rorona in dem Sinne nicht. Naja, so spannend ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, okay. Die Gespräche sind ja hauptsächlich dazu da, dass man die Leute aus den anderen Epochen da auch mal kennenlernt, wo man die Spiele nicht gespielt hat. Denn es gibt ja nur sehr wenige Leute, wenn überhaupt einen in Europa, der vielleicht mal alle Atelier-Spiele gespielt hat. Das sind ja jetzt schon so viele. Wow, du hast also Automatons in deiner Welt, Eska. Ja, und den ich kannte, der war wie eine Mutter für mich. Ach ja, da erinnere ich mich dran, das war quasi sowas wie das Kindermädchen für Eska. Eska ist ja, hat ja auf so einer Apfelplantage, glaube ich, gelebt, in Kolsaid. Hm. Automatons? Ah, Nelke. Automatons sind wie Puppen, die sich aufgrund von Alchemie bewegen können, oder? Erzähl mir mehr davon. Okay, beruhig dich erstmal. Tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Ja, ich weiß auch nicht viel über Automatons. Diesen komplizierten Alchemiekram überlasse ich gern mal Wiese. Ich weiß nur, dass sie existieren. Oh, das ist aber schade. Ja, warum erzähle ich dir denn nicht mal von Clone? Okay, Clone war der Name ihres Kindermädchens. Clone? Ja, das ist der Name eines Automatons, von dem ich dir erzählt habe. Sie hat die meiste Zeit damit zugebracht, sich um den Apfelhain zu kümmern. Wirklich? Ich habe ja schon gehört, dass Automatons einfache Dinge gut erledigen können, aber ein Apfelhain... Nun, die Harvest, also die Erntezeit und die Menge, die geerntet wird, das ändert sich ja von Jahr zu Jahr. Aber da kann sie sich wahrscheinlich dran anpassen. Ja, das hat sie alles völlig problemlos hinbekommen. Clone war quasi ein Mensch, was mich betraf. Also sie hat sich wie ein Mensch verhalten und war für mich ein Mensch. Sie hatte sogar menschliche Angewohnheiten. Wenn man es dir nicht gesagt hätte,
hättest du nie gewusst, dass sie ein Automaton ist. Mm. Hm, Automatons, die man nicht von Menschen unterscheiden kann. Sowas konnten die Leute in deiner Zeit wirklich erreichen? Ich hätte die gerne selbst gesehen. Ich würde sie dann auseinandernehmen und ihre Struktur analysieren, um so viel wie möglich darüber zu lernen. Und dann würde ich versuchen... Auseinandernehmen? Du kannst meine Klone nicht auseinandernehmen. Ich würde ewig heulen und dir niemals verzeihen. Warte, ich will sie ja nicht komplett auseinandernehmen. Ja, aber so klang es gerade. Ja, das war's mit den Herzchen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir haben hier klein nochmal. Ach, das bringt doch nichts. Ich krieg einfach nicht die richtigen Effekte aktiviert. Was versuchst du denn zu synthetisieren, Klein? Das macht mich schon eine ganze Weile neugierig. Oh, hallo Nelke. Ich versuche einen Gegenstand zu synthetisieren, der Mana-Energie in deinem Körper speichern kann. Aber ich versuche eine neue Methode und die bereitet mir ganz schön Kopfschmerzen. Wenn man Dinge mit Mana herstellen will, also Dinge, die auf Mana basieren, dann müsste man natürlich die Mana-Synthese verwenden. Aber natürlich... Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber warte mal, ein Gegenstand, der Mana in deinem Körper speichert? Warum versuchst du sowas zu machen? Ja, wahrscheinlich damit er dann immer Mana-Synthese machen kann, auch wenn es kein Mana in der Umgebung gibt. Ich mache mir Sorgen um Lita. Sie tut zwar immer so, als ob alles in Ordnung wäre, aber ich kann dir sagen, sie leidet. Sie hat, nennen wir es mal, einen speziellen Zustand. Und es ist für sie echt schwierig, wenn ihr Mana-Level niedrig ist. Ah, okay, das ist das Problem. Okay, er will das gar nicht für sich machen, sondern damit Lita nicht leiden muss. Okay. Und da wollte ich einen Gegenstand für sie herstellen, der Mana absorbieren kann, um ihr den Schmerz zu nehmen. Aber natürlich gibt es hier so wenig Mana, dass es Zeitverschwendung sein könnte, selbst wenn der Gegenstand funktioniert. Ja, das kann ich nachfühlen. Ja, da bin ich überrascht, dass du das so leicht begreifst. Hat sie dir etwas was erzählt? Ja, sie hat mir neulich alles erklärt. Sie sagte, sie fühlt sich oft erschöpft. Wusste ich doch. Aber warum hat sie mir nicht davon erzählt? Sie wollte bestimmt nicht, dass du dich Sorgen machst. Dass du dir Sorgen machst. Ja, das klingt ganz nach ihr. Aber jetzt bin ich umso fester entschlossen, das gerade zu rücken. Ich werde es ausbaldowern und sie dann damit überraschen. Haben wir Lita hier auch noch irgendwo? Ne, die hatten wir gerade als Herzchen, genau. Hm.
Wer war jetzt die letzte Forschungsperson nochmal? War das Eska? Ja. Eska haben wir ja aber auch nicht. Na gut, wo hatten wir denn die Story noch? Vieres? Also, hast du dich denn schon entschieden, Firis, welchen Gegenstand du als Hinterlassenschaft haben möchtest, also welchen du zurücklassen willst in den Ruinen? Ja, ich arbeite schon an dem Rezept. Und was wird es? Irgendwas total Dämliches, würde ich mal sagen. Ich mache eine Schatzkiste. Eine Schatzkiste. Also da so ein Ding, wo man Schätze reinpackt. Ja, ganz genau. Ich hatte viele andere Ideen. Aber eigentlich ist es doch das Passendste, was du in so Ruinen finden möchtest. Ja, in Fantasy-Spielen ist da öfter mal eine Schatzkiste in Ruinen. Da ist dann aber auch was drin. Ich hoffe, du tust auch was rein. In der Realität sind die Schätze dann eher anderer Natur und nicht so in einer dedizierten Kiste. Ja, auf gewisse Art und Weise stimmt das ja, aber meinst du nicht, das ist zu sehr Klischee? Ja, darum geht's doch gerade. Es ist genau die Sache, die jeder finden oder zu finden vermutet. Und natürlich sind die dann total aufgedreht, wenn sie denn tatsächlich eine Schatzkiste finden. Natürlich, bei den meisten Schatzkisten, ist übrigens falsch geschrieben da, öffnest du sie, nimmst den Inhalt und das war's dann. Aber ich habe mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Schatzkiste interessanter zu gestalten. Naja, am Ende des Tages ist so eine Schatzkiste doch auch nur ein Behälter, oder? Das Wichtigste für die Leute ist doch, was ist in dieser Schatzkiste drin? Ja, ich glaube nicht, dass das spannend genug ist. Und wenn sich die Leute schon die ganze Zeit die Mühe gemacht haben, in den Ruinen die zu erkunden, dann sollen die auch eine richtig spannende Erfahrung haben, bis zum Ende. Und da habe ich halt beschlossen, eine gute Möglichkeit wäre es, wenn die Schatzkisten mehr Spaß beinhalten. Also wenn ich mir da diesen Archäologen vorstelle, glaube ich nicht, dass der etwas Spannendes erleben will. Ich glaube, der will einfach nur den Schatz. Aber diese spezielle Sache an dieser Schatzkiste, die habe ich noch nicht rausgefunden. Wie kann ich dafür sorgen, dass es spaßiger wird? Ja, du könntest keine Schatzkiste in die Ruine stellen, sondern eine Mimik. Nun, es ist doch kein Grund zur Eile, oder? Nimm dir ruhig Zeit. Ja, mach ich.
Offensichtlich denkt sie schwer drüber nach. Ich bin sicher, sie hat schon bald eine Lösung. Norn hat noch mit Eska zu tun, insofern wähle ich sie jetzt aus. So, das jetzt einfach hier hin und das da. Ja, es hat geklappt. Ja, das ist wirklich fantastisch, Norn. Herzlichen Glückwunsch. Ohne dich hätte ich das nie hinbekommen. Vielen Dank für deine großartige Hilfe. Was hast du denn gemacht, Norn? Oh! Du hast einen Schweif hergestellt? Ganz genau. Ich habe einen Schweif gemacht, genau wie Eska ihn hat. Oh, da hast du recht. Er bewegt sich genauso wie ihrer. Ja, das war tatsächlich ein Mysterium für mich und da bin ich froh, dass es aufgeklärt ist. Denn als ich Eska und Logi gespielt habe, da habe ich ja auch gesehen, wie sich Eskas Schweif bewegt hat und dachte, dann kann es ja, kein Accessoire sein. Dann wird das ja irgendwie zu ihrem Körper gehören oder so. War aber nicht so, wie sich jetzt rausstellt, sondern es war einfach ein alchemistisches Accessoire, was in der Lage war, sich selbstständig zu bewegen. Norn kam vorbei und hat mich gefragt, wie man diesen Schweif herstellen kann. Ich war nicht gut in der so gut in der Alchemie wie Eska und deshalb war das ganz schön hart. Aber du hast es hinbekommen, das ist großartig. Aber was war eigentlich der Grund für dich, den herzustellen? Das ist mein Geschenk für Zeldalia. Was, das ist das Souvenir, von dem du gesprochen hast? Ja, genau. Ich habe in meiner Welt noch nie einen Schweif gesehen, den man sich umschnallen kann. Ich bin sicher, Zeldalia wird begeistert sein. Und wenn sie ihn denn trägt, dann sehen wir uns ähnlich. Ich verstehe, das ist wirklich ein wunderbares Geschenk. Meint ihr wirklich? Ich hoffe, Zeldalia mag ihn auch. Ja, so viel Liebe und Sorgfalt, wie du da reingesteckt hast, da muss sie ihn einfach mögen. Ich kann es gar nicht abwarten, ihn zu übergeben. Tja. Die letzten beiden Geschichten waren doch ganz interessant mit Firis und Norn. So, wir haben irgendwelche neuen Aufträge. Apple Story haben wir zum Glück noch. Mirage Mirror. Jeweils 20. Honey Poppy. Das können wir produzieren, echt?
どちらになさいますか?こちらの様子はいかがでしょうか?どれを栽培いたしますか? Oh ja, dann haben wir gar nicht so viel von. Reicht das? 25, 33, wie viel waren das jetzt nochmal? Ja, reicht. Super. Dann. Ja, das hier, das lasse ich alles so. Dinge müssen wir auch nicht herstellen. Warte mal, dann müsste ich nochmal. Sophie hier was anderes auf den Weg geben. Oder ich nehme ihn einfach raus. Hier. So. Dann können wir bei den Verkäufen sagen. どちらの商品にいたしましょう? 22. So, dann haben wir das schon mal durch. Dann brauchen wir noch Mirage Mirror. Das war hier, glaube ich. Oh, Philosophenstein ist hot. Bringt aber trotzdem nichts. Nicht so viel wie eine Puni-Statue. Also 6 Puni-Statuen sind halt teurer als 11 Philosophensteine. Achso, ich wollte ja Mirage nur einstellen. 6. 13. 19, nee, das wäre doof. Warte mal. Hm. Jo. Der Rest passt. Ich guck trotzdem noch einmal kurz die Produktion hier durch. Beziehungsweise Gemüsegarten. Haben wir irgendwas, was niedrig ist? Nein. Hier. Auch nicht. Nein, nicht Grand Grove, sondern Ranch. Nein, haben wir auch nichts, was niedrig ist. Kann alles so bleiben. Prima. Dann sehen wir uns die Tage zur neuen Folge. Bis dann. Tschüss.